um ja so einen Ozerlot mitzunehmen. Wir können uns natürlich jetzt auch 5 Stunden hier hinstellen und angeln. Aber ich wäre mal nicht dafür. Ich will doch einfach nur noch nach Hause. Home sweet home. I wanna go home, yeah. Popkönig. Hammer. Hammer schon, brauche ich nicht noch. Melonas wären mal schön, aber die kriege ich ja hier nicht. Ja, vielleicht war ich hier aber noch nicht, wenn ich da die Pumpkins sehe, weiß ich nicht. Wenn die, aber das geht hier nach Hause. Hm. Wir sind ja auch so ein bisschen so in Schlängellinien gelaufen. Das war auch nicht die geilste Idee gewesen, Tutentun, aber man kann es ja mal ausprobieren. Cool, dann muss ich also echt hier durch. Toll. Ich will aber auch noch mehr Pumpkins. Guck mal an. Und andere Leute suchen verzweifelt danach. Was lief da gerade ein Baum? War das ein Schweinchen? Baumschweine! Oink, 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 oink! Na, fühlst du dich cool auf dem Baumwipfeln? Ja, du bist das Königsschwein. Boah, gleich so viele Pumpkins. Ich glaube, ihr übertreibt das ein bisschen. Vielleicht soll ich was mitnehmen von den Dingern. Komm. Ich nehme hier. Mit dem Dings kannst du es am schnellsten abbauen. Ich brauche das nicht. Das ist meins. Die nehme ich mal mit hier. Das sind Schneepumpkins. Ja, so ein bisschen Schnee für Weihnachten zu Hause. Na gut, dann nehmen wir eh das Wintertexturenpack. Da fällt keinem mehr auf, dass wir in keinem Schneebiom sind. Weil das Wintertexturenpack ja alles in ein Schneebiom verwandelt. Da freue ich mich schon drauf. Ja, wir Pumpkin. Pui. Soll mal mit so einer Axt und Gesicht des Günther reinzaubern. Hallo. Wow. Ja, ja, ich wollte genau das gleiche auch sagen. Oh, mein Sumpf. Ah, das ist ein Sumpf. Oh, ist ja schön. Vielleicht sollen wir mal nach einem Hexenhaus Ausschau halten. Ist es nicht so, dass in Sumpfbiomen noch mal irgendwie so Hexenhäuschen stehen könnten? Könnten? Weiß ja nicht. Oh, da hinten ist eine Fackel. Ist die von uns? Ich glaube, die ist von uns. Ich schwimme in unglaublicher Geschwindigkeit. Moment. Los, mach 3. Ich meinte, Bob 3. Ist das von uns? Ja. Haben wir bestimmt dahingestellt. Ach, hier sind Rami und ich durchgekommen. I remember this point. Oh, fuck you. Ich hasse dich. Ach, Mano. Ach, nö. Punkt.de. It's been a long time plunging from there to here. It's been a long time plätscher in the water around. And I see my life come if through it la 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 touch the sky. And you're not gonna hold me down no more. And you're not gonna hold me tight. Also ich sehe auch kein Hexenhaus. Hexenhäuser soll es ja jetzt auch geben. Ich hätte gerne mal ein Hexenhaus im Jumpf gefunden. Ein Jumpfhaus, ein Hexenjumpfhaus. Naja, dann rennen wir jetzt mal durch Sumpf durch. Guck mal, da hinten kommt schon wieder ein Dschungelbiom. Na, das ist ja toll. Das ist ja hier auch so selten. Aber hier ist noch mehr Sumpf. Ich gehe jetzt den ganzen verkackten Sumpf. Es ist mir so egal. Da hinten kommt auch nur wieder ein Schneebiom raus. Platsch. Ah! 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 Was soll das? Ängstigt mich nicht. Das Kohle. Hier geht es Richtung nach Hause. Also geht es da durch den Sumpf. Ich meinte durch den Dschungel. Ich würde gerne durch den Sumpf nach Hause, ehrlich gesagt. Immer noch in der Hoffnung, ich finde vielleicht ein Hexenhaus. Aber auf der anderen Seite ist noch nur wieder ein Schneebiom. Also ist nicht so, sieht nicht so prickelnd aus, dass da vielleicht noch was anderes kommt. Hexenhaus, hallo? Ist da hier eine Hexe? Ja? Ich bin Udo Lindenberg. Du ist ein Hexenhaus hier irgendwo. Hallo? Nee. Dafür ein sehr düster aussehender Dschungelrand. Bäh!
Doch mal gleich. Bäh. Auf jeden Fall geht's hier straight nach Hause, wenn ich die Richtung einschlage. Schlag auf die Richtung ein. Kann ich vielleicht andersrum? Geht der Sumpf vielleicht um den Dschungel herum weiter? Ich will nicht nochmal durch. Was ist das hier eigentlich? Ist das Lava? Oh. Cool. Voll cool, Mann, das Lava, Alter. Cooles Loch, ey. Ich will jetzt da außen rum um den scheiß dämlichen Drecksdschungel. Hey, ich grüße fix noch einmal. Ich hab die Schnauze voll davon. Ich gehe jetzt da außen rum und ohne Boot. Ist das natürlich eine dämliche Idee. Drecks, verdammt noch eine dämliche Idee ist das. Ich mach mir jetzt ein Boot. Honey schwimmt im Kreis. Honey schwimmt im Kreis. Mach doch mal was Spannendes. Das ist Minecraft. Das muss nicht spannend sein. Das ist Minecraft. Komm auf deine Welt, Alter. Blub. Ja, dann machen wir hier schon ein Boot draus. Ich schwimme hier einfach außenrum um den Dschungel. Well. So habe ich mich gerade so ekelhaft gedreht. Also, da war Schnee. Da ist nur Dschungel. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. So, vom Kurs abzukommen, da ist eine Workbench von uns. Also kommen wir von da und haben uns dort definitiv ein Boot gemacht. Die hätten wir gar keine Workbench machen müssen, da bis dahin schwimmen müssen. Toll. Dann war hier so eine Landzunge, voll cool. Ja, ich kann hier außen rum, das ist schön. Hier ist auch wieder nur Meer, ne? Meer sehen wir nicht. Ich hätte gehofft, hier ist noch mehr Sumpf. Also ein Meersumpfbiom. Ha, 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 ha. Oh, guck mal, da kommt Landschaft raus. Ist toll, das ist riesig. Es ist unendliche Weiten. Der Weltraum. Hier ist nur noch mehr Dschungel. Ach so. Ach so, da kommt nur noch mehr Dschungel rausgespawnt. Na dann. Ich will nicht. Nein. Kommen so weit vom Kurs wieder ab. Dann will ich dem Sumpf in die andere Richtung folgen. Okay, der Sumpf hörte hier auf. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Tschüss, Sonne. Ich will ein Hexenhaus finden. Und man hat mir gesagt, das ist bei Sümpfen. Also suche ich jetzt alle Sümpfe ab, die ich kriegen kann. Weil ich will jetzt ein Hexenhaus haben. Und wenn jemand irgendwelche Probleme damit hat, dann mal deine Hexenhaus. Brauche ich gegen die Hexe eigentlich irgendwelche besonderen Machtspells? Nee, ne? Ist alles okay. Can we any star? La 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 Band, oh, break me, na na na. Mir ist langweilig. Minecraft war auch schon mal spannender. Wow, das sind richtige Supernovas da hinten. Tja. Tut mir leid für den Planeten, der da wohl gerade in Flammen aufgeht, was? Kann ich, ob ich durch den Dschungel durchfahren, durch den Sumpf durchfahren kann? Naja, das ist schon irgendwie. Hallo Skelett, schieß auf mich, schieß auf mich, schieß auf mich. Schieß auf mich, schieß auf mich. Hahaha, folg mir doch. Hallo, du auch. Vielleicht war das, sollte ich das nicht so laut sagen? Ich kann jetzt nicht durchmanövrieren, ne? Da war die Lavagrube. Bloß nicht reinfalle, bloß nicht reinfalle. So. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. There was a fucking Lava See. Gehe ich jetzt. Ah, Gott. Ja, klar, spawnt einfach mal hier. Ist doch klar. Nee. Nee. Nee, du Stinkefüßer. Huch. Nee, du Stinkefüßer. Ich will nicht mit dir kuscheln. Na, dann gehen wir jetzt halt durch den Wald da lang. Nee, du Stinkefüßer. Ich will nicht. Spawnen die drei Säcke da einfach vor meiner Nase, ey. Minecraft war auch schon mal fairer. Boah, das ist vielleicht eine bessere Idee gewesen, da außen rum zu Wow! Was ist denn für ein ekliges Geräusch? Irgendwie war so ein ekliges. Das ist ein Glitchgeräusch. Das ist ja so ein Klacken und Knacken auch. Ich höre so ein leichtes Knacken. Creeper. Oh, hier komme ich raus. Okay, alles ist gut.
Bin nicht gefolgt. Okay, lauf. Okay, hier ist auch wieder eine Lava. Grube. Da brennt der Wald. Ja, mei, hier brennt der Wald. Ja, die Gaudi geht hier ab. Da brennt der Wald ab. Alter, geht, da brennt der Wald ab. Ich möchte so ein bisschen außenrum halt nach Hause laufen, weil die Gebiete kennen wir ja alle schon. Ich würde aber nicht durch den Dschungel laufen, also gehen wir jetzt durch den Wald. Weil es ja auch so ein, ach, Creeper, so einen Unterschied macht. Also ob ich jetzt durch den Dschungel laufe oder durch so einen Kackwald. Immer, warum gibt es denn so viele Hühner im Wald? Also ich habe hier noch nie, hallo Dorfzombie. Ich möchte wiederholen. Noch nie, hallo anderer Dorfzombie. Vielleicht ist hier in der Nähe ein Dorf, wenn hier so viele Dorfzombies sind. Tut mir leid, Villager. Echt. Entschuldigung. War schon so. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ja, weil ich will immer noch ein Dorf finden und so, ne? Nur so als Randinformation. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass mir das großartig gelingen wird. Zumindest wenn ich jetzt hier außen am Rand entlang laufe, in der Hoffnung, irgendwas zu sehen. Ich will doch nur ein blödes Kackscheiß-Drecksdorf. La 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 la, mitten in der Wüste oder am Rand in einem Wald. Das ist hier schon wieder ein Dschungelbiom. Ist hier gerade zufällig irgendwas? Nee. Ich gucke immer noch mal auf meiner Karte, ob wir noch im Kurs sind. Ach so, ich glaube, ich bin schon weit abseits vom Kurs. Das ist schon weit weg. In weit, weit weg. Ach nee, ja gut. Dann umschiff ich das jetzt hier einfach. Los, Warp 3. Kommt doch und holt mich, ihr dämlichen kleinen Monster. Verfolgt mich ins... Okay, da geht's nicht durch. Okay, das, ach, das war schlecht. Bitte hier nichts weiter auftauchen, damit ich hier drumherum schägeln kann. Schägeln. Ich schägele schon die ganze Welt. Hallo, Schöpinne. Dass wir das Sumpfbiom nie wieder finden, ist eigentlich auch klar, weil aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt nicht straight nach Hause gelaufen bin, konnte ich keine Fackeln anbringen. Da ist ein Dschungel, da ist ein Sumpf. Hier ist eine Hexe bestimmt. Komm, ich will jetzt ein Kackhexenhaus. Irgendwas wenigstens. Also ich meine das mit dem Biom, Pilzbiom. Also ich komme mit den Biomen auch. Ich glaube, ich sag jetzt ab und wechseln Dschungel, Pilz und Sumpf zu den unterschiedlichsten Biomen, die damit gar nichts zu tun haben. Hexenhaus? Benny? Schleime! Hör auf! Aua! Das war mein Gesicht! Arsch! Schleimer! Au! 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 Oh, das tut weh. Ah! Das ist eine Spinne, die mir da so weh tut. Mie! Mie! So viele Spinnen! Scharfschutz! Au! Oh, fuck! Ich weiß auch nicht, warum ich nicht sterben will. Liegt vielleicht daran, dass ich dann da hinten respawn und nie wieder nach Hause komme. Nee, sie nicht auch noch. Nee. Nee. Au! Ah! Ah! Schleimi! Schon wieder so einer von den blöden Drecksbogen. Schleimi, komm her! Schleimi! Ein Endermann. Schleimi! Schleimi! Yay! Yay! Schleimi! Ups. Schleimi! Yay! Super, dann können wir uns schon mal Sticky Pistons machen. Das ist klasse. Oh, verdammt. Lass mal noch einen Creeper. Sprungbam! Sprungbam! Mega Bam!